Meine sehr geehrten Damen und Herren, hochgeschätzte Wirte und Innen, liebe Gaststubenhocker im Lieblingsbeißel. Gastronomen est omen. Gastronomen est omen. Bitte, was ist das? Das ist ein Corona. Nein, was ist das? Das ist die neue Gastronomie-Maske, eine FFP2 und noch eine FFP2. Also eine FFP4. Eine FFP4 für die Gastronomie. Gastronomen est omen bedeutet, wir als Bundesregierung stehen hinter der Öffnung und das geschlossen. Und ich begrüße dazu auch den Innenminister für Ihres, Karl Schmähammer, bitteschön. Polizisten und Polizisten, liebe Bürger und Bürger, ich bin Außenschön und Innenminister. Und ich muss jetzt eines loswerden. Wir haben in den letzten Wochen oft mit Rudi Warnschober, dem Gesundheitsminister, gesprochen und das bestätigen auch alle Infektiologen. Das Wichtigste beim Virus ist der Wirt. Ja, der Wirt oder die Wirtin. Ist der Wirt. Deswegen haben wir uns Maßnahmen überlegt, wie eine Öffnung der Gastronomie ab sofort vollzogen werden kann. Das schaut wie folgt aus. Essen, Getränke oder auch das Besteck sind von zu Hause aus mitzunehmen. Und bitte gehen Sie auch zu Hause aufs Klo. Sie dürfen aufsperren, wenn der Wirt und seine Gäste auch im selben Haushalt leben. Was ist, wenn das nicht der Fall ist? Dann gelten ab 15. März folgende Regeln. Zum Ersten bleibt die Gästeregistrierung für das Contact Tracing aufrecht. Das hat ja schon mal dank Ihrer Hilfe sehr gut funktioniert. Und ich habe hier die Gästeregistrierung eines Restaurants aus dem zweiten Lockdown. Und da haben sich folgende Gäste ordnungsgemäß registriert, was ich gerne mal vorlesen würde. Also wir haben hier zum Beispiel einen Herrn Donald Duck, einen Easy Rider, eine Frau Wonder Woman, Tom Turbo war auch dort, Herbert Kickl oder Spock haben wir da stehen. Das ist ein Fake. Bitte, wer schreibt Herbert Kickl? Ah. Wer schreibt Herbert Kickl? Stimmt. Das ist ein Fake. Egal. Zum Zweiten, das ist ein Fake. Egal. Zum Zweiten wird es eine frühere Sperrstunde geben, um spätestens 22 Uhr. Das gilt für alle, außer für den Bundespräsidenten. Für den gilt sie so lange, bis ihn jemand mit dem Handy fotografiert. Und da möchte ich wirklich ausnahmsweise noch einmal sagen, wir werden kontrollieren, die Polizisten und Polizisten werden kontrollieren, wenn jemand nach der Sperrstunde noch im Beißel sitzt, dann gibt es Strafen wegen Amtsanmaßung. Ja, und zum Dritten ist eine Öffnung, hinter der wir geschlossen stehen, nur dann möglich, wenn der Wirt, egal ob Tschecherl, Gasthaus oder Beisel, nur noch Gespritzte reinlässt. Also Gespritzte sind erlaubt. Gespritzte. Ganz nach dem Motto, hast der Pfizer, bist der Pfizer. Ja, oder so. Die 20 Quadratmeter Regel gilt natürlich auch für die Gastronomie. Das bedeutet, ein Gast pro 20 Quadratmeter. Auch da möchte ich sagen, wenn die Polizisten und Polizisten ganz genau kontrollieren. Also pro Tisch sitzt ein Polizist. Ein Polizist. Viele, und wenn der Speisel, sehr klein ist, dann tut es mir leid. Dann sitzen halt nur noch Polizisten und Polizisten drin. Viele Wirte sagen, warum sind die Skigebiete offen, aber die Schanigärten nicht? Wir verstehen das und haben deshalb beschlossen. Schanigärten dürfen offen haben, aber nur mit Sessellift-Sesseln, eigenen Tellerliften und statt Skipass brauchen sie einen Impfpass. Um auf der sicheren Seite zu sein, bitte lassen Sie sich impfen. Nur zeigst Vorbild. Also ich war letztens mit den Polizisten und Polizisten am Korsplatz in Wien. Mal wieder. Und da habe ich jemanden gesehen, der hat sich selbst geimpft. Nur, nehmen Sie sich ein positives Beispiel. Apropos. Zum Schluss
noch ein Entgegenkommen der Bundesregierung für alle Wirte. Alle Wirte, die im Februar 21 kein Geschäft im Restaurant, im Beisel oder im Schanigarten gemacht haben, erhalten als Ausgleich den vollen Umsatz vom Jänner 21. Das ist ein sehr, sehr gutes Entgegenkommen der Bundesregierung. Das ist ein sehr gutes Entgegenkommen. Und man muss eines sagen, danke an Benjamin Blümel für das Ausrechnen ohne Laptop und ohne Taschenrechner. Ohne Laptop und ohne Taschenrechner, das muss man sich mal vorstellen, im Sinne der österreichischen Wirtschaft. Ja, das danke stimmt. Danke für Ihre eingeschränkte Unaufmerksamkeit. Dankeschön. Okay, gut. Also, auf die Gastronomie. Gastronomen. Gastronomen ist Omen. Ist Omen. FFP4.